Ja, einen schönen guten Morgen, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Freundinnen und Freunde. Ich bin sehr glücklich und froh, dass ich Sie herzlich im Namen von Oxfam und dem WWF Deutschland bei uns hier in der Heinrich-Böll-Stiftung zu unserem gemeinsamen Symposium Agrarökologie vergessen und verdrängt, Potenziale für eine ökologische und gerechte Ernährungswende begrüßen darf. Es hat eine kleine Tradition, dass wir drei, WWF, Oxfam und die Heinrich-Böll-Stiftung, die Grüne Woche, die ja nächste Woche in Berlin beginnt, einleiten möchten und hier in der Heinrich-Böll-Stiftung ein eigenes Diskussionsforum schaffen möchten, um uns mit Herausforderungen der globalen Landwirtschaft auseinanderzusetzen. Und in diesem Jahr eben wollen wir ganz besonders das vernachlässigte Thema Agrarökologie in den Fokus stellen. Danke, dass Sie gekommen sind und ich hoffe, dass wir wirklich gute und fruchtbare Diskussionen miteinander haben. Wir denken, dass wir bei aller Kritik am agrarindustriellen Produktionsmodell eine Aufgabe als Zivilgesellschaft haben, nämlich Alternativen zu diesem industriellen Landwirtschaftsmodell zu präsentieren. Es ist auch unsere Aufgabe und unsere Verantwortung, Öffentlichkeit herzustellen und alles dafür zu tun, dass das vernachlässigte Thema Biolandwirtschaft auch als globale Aufgabe, als globale Herausforderung endlich wieder auf die politische Agenda kommt. Wir denken, dass das Jahr 2015 ein besonderes Jahr ist. Wir haben mit dem UN-Jahr der Böden einen Anlass, der uns als Zivilgesellschaft, denke ich, viele Foren und viele Ebenen geben wird, unsere Vorstellungen von einer globalen Agrar- und Ernährungswende in die Öffentlichkeit zu bringen. Und wir haben, auch das ein wichtiger Meilenstein im Jahr 2015, die Nachhaltigkeitsziele, die sogenannten Sustainable Development Goals, die die UNO ebenfalls im Herbst verabschieden will. Böden sind da irgendwie auf der Agenda, aber noch lange nicht in einer Präzision und einer Richtung, die wir für gut befinden würden. Agrarökologisches Wirtschaften ist ein zentraler Ansatz zum Schutz der Böden, zum Erhalt einer lebendigen Humusschicht und damit zur Bodenfruchtbarkeit. Böden sind unendlich wichtig und das haben wir und versuchen wir mit dem Bodenatlas, den Sie hoffentlich alle schon haben, ins Bewusstsein zu schaffen. Der Bodenatlas liefert und bietet Fakten, Zahlen, Hintergründe zur Bedeutung der Böden weltweit. Böden sind lebendig. In einer Handvoll Böden leben mehr Organismen als Menschen auf der Erde. Und Böden, auch das wissen viele nicht, sind nach den Ozeanen der größte Kohlenstoffspeicher der Welt. Sie speichern mehr Kohlenstoff als alle Wälder unserer Welt zusammen. Alles Gründe, dass wir Böden schützen. Und Böden sind natürlich erst recht überlebensnotwendig für die Ernährung von uns Menschen. Denn ohne gesunde Böden werden wir keine gesunde Nahrung für alle Menschen auf der Erde produzieren können. Doch statt die Produktivität und die Nachhaltigkeit durch Biolandwirtschaft zu fördern, verlieren wir durch agroindustrielle Produktionsmethoden fast 24 Milliarden Tonnen fruchtbaren Bodens jährlich. Wir tun so, als seien Böden unerschöpflich. Wir müssen aber mehr und mehr gemeinsam es schaffen, ins öffentliche und politische Bewusstsein zu bringen, dass Böden eine endliche Ressource sind. Sie sind nicht wiederherstellbar in menschlichen Zeiträumen. Böden brauchen tausende von Jahren, um sich aufzubauen. Humusschicht braucht wirklich viele, viele tausend Jahre, um das zu bieten, was wir brauchen, nämlich auf ihnen anbauen zu können, und zwar eben unsere Lebensmittel. Die Bodenverluste werden sich noch verstärken, wenn sich die Ernährungs- und Konsumgewohnheiten der globalen Mittelschichten weiter denjenigen der Industrieländer, also unserer Ernährungsgewohnheiten, anpassen. UNEP, das Umweltprogramm der Vereinten Nationen, geht davon aus,
dass bei gleichbleibender Entwicklung der Ernährungsmuster zusätzliche Ackerflächen auf der Welt irgendwo in der Größenordnung der Flächen Indiens und Brasiliens neu in die Produktion aufgenommen werden. Wälder werden dafür gerodet, Savannen und Wiesen umgebrochen. Dabei wird Kohlenstoff in die Atmosphäre entlassen und durch monokulturelle Nutzung geht die biologische Vielfalt und die Qualität der Böden verloren. Neue Ackerflächen, das alle erleben wir, bedeuten aber nicht, dass diejenigen profitieren, die heute unter Hunger leiden. Im Gegenteil, trotz ausgeweiteter Ackerflächen leben heute weiterhin 800 Millionen Menschen und leiden 800 Millionen Menschen unter Hunger. Wir weiten Ackerflächen vor allem zugunsten des Anbaus von Futtermitteln aus. Es ist also unsere Fleischproduktion, die Käse- und Milchproduktion. Wir machen Ackerflächen auf, um eben Tiere zu füttern, die uns globale Mittelklasse ernähren. Es sind eben nicht die kleinen Bauern und Bäuerinnen, die von den heutigen Produktionssteigerungen profitieren. Die meisten, die Hunger leiden, sind eben Kleinbauern und Kleinbäuerinnen. Wenn wir im Jahr der Böden, wenn wir im Kontext der Nachhaltigkeitsziele eine Bodenpolitik nach vorne bringen wollen, dann müssen wir es schaffen, als Zivilgesellschaft die ökologischen und die sozialen Dimensionen gleichermaßen zu adressieren. Wir dürfen nicht der Gefahr unterliegen, nur die ökologischen Folgen der Zerstörung der Bodenfruchtbarkeit zu benennen, sondern wir müssen vor allem auch die soziale Dimension der ungerechten Verteilung der Böden in den Fokus nehmen. Die globalen Landflächen, und auch das müssen wir uns bewusst machen, sind extrem ungleich verteilt. Mehr als 75% aller Farmen weltweit wirtschaften auf einer Fläche von weniger als einem Hektar. Nochmal, 75% aller Farmen bewirtschaften weniger als ein Hektar. Nur 2% aller Farmen weltweit bewirtschaften aber mehr als 70% der globalen Ackerflächen. Und wir wissen, dass die Suche nach Land, die Gier auch nach Land und Boden, diesen Trend weiter verstärken wird. Es wachsen vor allem die großen Betriebe auf Kosten der kleinen. Hunger und ländliche Armut wird dadurch kaum reduziert. Und ich wiederhole es, Bodenpolitik ist Ökologiepolitik, sie ist aber vor allem auch eine Frage der Gerechtigkeit. Und alles, was wir tun, um über globale Gerechtigkeit zu fragen, muss diesen ungleichen Zugang zu Land, die Ungleichverteilung mit ganz oben auf die Agenda setzen. Die Agrarindustrie behauptet gerne und immer wieder, dass weitere Ertragssteigerungen und neue technologische Lösungen vor allem zur Bekämpfung des Hungers nötig seien. Mit diesem argumentativen Muster rechtfertigt sie Gentechnik, erhöhten Mineraldünger und Vollherbizideinsatz und begründet sogar, und darauf möchte ich kurz Ihre Aufmerksamkeit lenken, den Zugang zu knappen öffentlichen Geldern. Wie das passiert, lässt sich eindrucksvoll mit der German Food Partnership belegen, die das BMZ im Jahr 2012 ins Leben gerufen hat. Kaum zu fassen und leider viel zu wenig bekannt, aber ausgerechnet Syngenta, Bayer, BASF, Metro, Klaas und Kali bekommen Entwicklungshilfegelder für ihren Einsatz gegen den Hunger. Laut Oxfam sollen für die German Food Partnership insgesamt 80 Millionen Euro bereitgestellt werden. Das ist sowieso gemessen, um was es geht. In der Tat nicht viel Geld, aber immerhin kommen von diesen 80 Millionen 20 Millionen aus dem BMZ, 20 Millionen von der in der Landwirtschaftspolitik omnipräsenten Melinda und Bill Gates Stiftung und 40 Millionen von der Wirtschaft. Zur Erinnerung, es geht um öffentliche Gelder. Alleine Bayer, BASF, Syngenta und der Maschinenhersteller AGCO
erwirtschafteten im Jahr 2013 einen Gewinn nach Steuern von etwa 10 Milliarden Euro. Das macht deutlich, wie viel Geld in diesem Geschäft im Agro-Business läuft. Alle Konzerne verdienen ihr Geld mit der industriellen Landwirtschaft, die auf den massiven Einsatz von lizenzierten Hochertragssaaten, Pestiziden, synthetischen Düngemitteln sowie schwerer Agrartechnik beruht. Damit meinen wir sind da ganz zusammen mit Oxfam, damit wirft das BMZ Konzernen knappes öffentliches Geld hinterher und macht sich genau die Unternehmen zum Partner, die eine nachhaltige Wende des Agrarsektors blockieren, die von den heutigen Produktionsmethoden und Modellen profitieren und somit kaum Interesse haben an einem wirklichen sozialen und ökologischen Wandel der Landwirtschaft weltweit. Wir meinen, dass es höchste Zeit ist, dass wir zu diesem Deal öffentlich Stellung nehmen. Oxfam tut das. Das BMZ, so hören wir, blockiert und verweigert die Gespräche zu diesem Deal. Da glaube ich, sollten wir auch als Nichtregierungsorganisationen Herrn Müller, unserem BMZ-Minister, vielleicht auch mal den Kuschelkurs verweigern, der teilweise zu beobachten ist. Und hier gehört er angegriffen, auch dafür, wie öffentliche Gelder Konzernen hinterhergeworfen werden, die Gewinne erwirtschaften, von denen alleine es möglich sein müsste, ohne öffentliches Geld in eine andere Landwirtschaft einzusteigen. Dass es anders geht, das wollen Oxfam, WWF Deutschland und die Heinrich-Böll-Stiftung unter anderem mit dieser Tagung zeigen. Die zentrale Frage, und die ist nicht trivial und auch nicht banal, die zentrale Frage, die wir als Zivilgesellschaft, als auch die Politik beantworten muss, ist doch, wie können wir diejenigen, die heute unter Armut und Hunger leiden, so stärken, dass sie ausreichend Nahrung produzieren und der Hunger- und der Armutsfalle entkommen können, langfristig und unter Einbeziehung der negativen Auswirkungen des Klimawandels. Wir sind uns natürlich bewusst, dass dazu ein ganzes Bündel an vielfältigen politischen Maßnahmen notwendig ist. Und dazu gibt es, wie wir eine globale Agrarwende im Sinne, wie ich sie beschrieben habe, auf den Weg bringen, gibt es sehr viel Wissen und sehr viele politische Forderungen, die ich hier natürlich nicht vortragen kann und die jetzt auch nicht im Zentrum dieser Tagung stehen. Wir wollen mit dieser Tagung die Potenziale der Agrarökologie in den Vordergrund stellen und in den Mittelpunkt stellen, weil wir meinen, dass sich agrarökologische Anbauverfahren dreifach auszahlen. Mit Biolandwirtschaft, mit agrarökologischen Anbaumethoden können wir nicht nur die Ernährungssituation von armen und ärmsten Menschen verbessern, wir können die Armut reduzieren und vor allem die Bodenfruchtbarkeit erhalten und dann damit gleichzeitig den Klima- und Biodiversitätsschutz nach vorne bringen. Auch agrarökologische Landwirtschaft ist kein One-Size-Fits-All-Ansatz, sondern er akzeptiert mehr als andere Ansätze, dass agrarökologische Systeme lokal eben sehr unterschiedlich und vor allem auch sehr komplex sind. Biolandwirtschaft wird immer wieder unterstellt, sie sei nicht produktiv genug, um alle Menschen auf der Erde zu ernähren. Hierzu nur ein Verweis auf die wohl umfassendste Studie zu agrarökologischen Anbauweisen von Jules Pretty aus dem Jahr 2006. Er hat 286 ökologisch nachhaltige Agrarprojekte in 57 Ländern untersucht und im Schnitt eine Steigerung der Ernteerträge um 79% festgestellt. Aber nicht nur das. Es gibt verschiedenste Studien, die zeigen, dass der Output, also die Erträge, gesteigert werden können und gleichzeitig der finanzielle Aufwand für Dünger, Pestizide und Saatgut gesenkt werden kann.
Das, denke ich, ist ein Zusammenspiel, das gerade Kleinbauern und Kleinbäuerinnen in Ländern der Dritten Welt, aber natürlich auch bei uns und in Osteuropa brauchen können. Denn sie sind es, die ja kaum über Kapital verfügen, um ihre Erträge zu steigern. Es geht also auch bei der agrarökologischen Anbaumethoden, geht es darum, Verfahren zu finden, die sich eben gerade auch Kleinbauern und Kleinbäuerinnen leisten können, sie sich nicht verschulden müssen über Dünger und Saatgut, das sie kaufen müssen bei den großen Konzernen. Dennoch, und wir wissen es, agrarökologische Produktionsweisen werden nicht ernsthaft gefördert, weder vom BMZ noch von den afrikanischen, asiatischen und lateinamerikanischen Regierungen. Das, denken wir, liegt nicht zuletzt an den massiven Profitinteressen der Agrarindustrie. Uns ist es hier zum Auftakt des Jahres des Bodens wichtig, dass wir diese Öffentlichkeit nutzen als Chance, die Vorteile agrarökologischer Anbauweisen zu diskutieren und damit auch und von dieser Tagung inspiriert wir uns gerüstet fühlen in die Diskussionen der laufenden Grünen Woche, wo ganz andere Themen im Mittelpunkt stehen, ganz bestimmt nicht die Agrarökologie. Ich möchte mich zum Schluss und hier ganz besonders bedanken bei unseren beiden Kooperationspartnern, bei Oxfam und WWF. Danke, Matthias. Da hinten. Danke, Marita, für diese konstante und kontinuierlich erfolgreiche und erfreuliche Kooperation. Ich möchte mich bei allen Referenten bedanken, die heute ihr Wissen mit uns teilen werden. Christine wird sie gleich vorstellen. Und ich möchte uns allen einen spannenden und erfolgreichen Tag mit anregenden Diskussionen wünschen. Herzlichen Dank. Bevor ich an Christine Chemnitz weitergebe, die den Tag vorstellen wird und auch die Referenten, möchte ich endlich und hier und heute die Gelegenheit nutzen, dir zu danken, liebe Christine. Ohne Christine Chemnitz gäbe es keine Landwirtschaftsarbeit bei der Heinrich-Böll-Stiftung. Sie ist es, die eindrucksvoll mit unglaublich viel Kompetenz und Expertise Fleischatlanten, Bodenatlanten und viele andere Studien, die so wichtig sind, um das Wissen zu vermehren, darum, warum wir auf einem falschen Weg mit der Landwirtschaftspolitik sind. Und du bist es, die mit unglaublich viel Engagement und auch einer bestimmten Fröhlichkeit und Zuversicht in die Welt blickt und wir deswegen heute auch Alternativen oder das Recht auf Nahrung in vielen anderen Kontexten in den Mittelpunkt stellen. Ich möchte dir danken. Es macht unendlich viel Spaß, mit dir zu arbeiten. Die Stiftung verdankt dir unendlich viel und es macht Freude, mit dir hier zusammen zu sein. Danke dir. Applaus